Keks ab und zu, vor allem wenn sie Thomas gemacht hat, geht natürlich auch immer. Irgendwie erinnert mich der Fallout, der Soundtrack an Fallout. Ja, der Fallout 1 und 2, das geht schon ein bisschen in die Richtung. Das stimmt schon. Zack, here it is again. A red tree and a translucent cocoon. I think we've reached the core. The goddess of fertility will descend into Lucari. And then, the sweet fruit will be ours. Destruction is the first step to creation. Lisa's death sent everything into motion. There's no stopping it now. Her death proved how determined I am, how dedicated I am to all who trust in me. Alina and Lise, their deaths were not in vain. They led us to the harvest. The Clarkson blood curse will be washed away. Life must be sacrificed. Blood purge. Blood purge. Blood. Blood. I need blood. Die haben alle immer dieses umgedrehte Peace-Zeichen auf der Stirn. Den Baum aus dem ersten. Ja. Oh, jetzt kommen auch noch schon die ersten Krabbelsprengkäfer, Mensch. Wie lange brauchst du denn zum Nachladen? York. Ups, jetzt brauche ich Heilung. Diese Sprengschlösser, diese Sprengschlosskäfer sind einfach das Schlimmste. Machen wirklich Schaden. Was mache ich denn da? Ich muss Pflaster umnehmen. Nur so eine Bandage. Okay. Oh, das war's eh schon. Ein paar Mal auf den Chor schießen. Hätte schon gereicht. Im Grunde kann man die Minions, glaube ich, ignorieren, ehrlich gesagt. Aber man kriegt halt echt viel Geld, Alina and Lise, they're both dead. I can't turn back now. The red soul can't die here. You can't erase it. Blood purge. The blood purge. We will create a new world. A new generation. The blood must be purified.
That's the true self you worked so hard to find. I'm sorry, Lena. I gave you far more credit than I ever should have. The Clarksons have always been the chosen ones, proud souls, divine life-given form. But at some point, that blood became tainted. So I decided to reset it. I need to purify this corrupt blood for the one I love most. After I left home, I met the Red Soul and acquired a guide. And so I created the Red Powder and became an apostle for the Red Magic. The Red Powder transforms the body from within. It creates empowered souls, and mature souls are the greatest offering one can present to the goddess. Lys and Galena didn't lose their minds. They both died with honor. Died with honor? Just how deluded are you? You dismembered them and strung up their bodies in the name of vapid symbolism. Where's the honor in that? So what if they said they wanted to die? Cultists have been saying that for centuries. Silence! You will impede us no longer. You're always so smug. Oh, how I hate you. This is the last you'll ever see of my plan. Now die! Burn! Oh. This is true immolation! No one can stop my plan. This can't be happening. I'm supposed to be invincible. Back to dust you go! If you kill me, no one will be left to tell you about the plan. No! How could I lose? But it's too late. No one can stop my plan. Now, not even me! Red Tree! Ich bin gespannt, inwiefern das noch zum ersten direkten Bezug nimmt. Vielleicht war ja Forrest aus dem ersten Teil gar nicht das Mastermind. Vielleicht war der auch nur ein Handlanger von vielen. Mal abwarten. Na gut, aber wenn ich das richtig verstehe, habe ich jetzt ja quasi nur irgendwas in der Psyche von Lena kaputt gemacht und sie lebt ja quasi in der echten Welt eh noch, ne? So war es ja bei ihrer Mutter auch. Na dann. Verlassen wir die andere Welt mal. Wer weiß? Wer weiß, wie das mit Forrest war? Baumhändler. Ah.
Lena, let go. I'm going to count to three, then you're going to get down on the ground and put your hands behind your head. Got it? See this? If I let go, the bomb in the fireplace will explode. Do something smart for once, Lena. Detonating that bomb won't solve anything. You're wrong, Agent Morgan. It'll give me the ending I've always dreamed of. Leonard. You're wrong. Killing me won't bring back our family's prosperity. No! I know I'm right! You never change. Once you make up your mind, that single idea possesses you. It's almost like you're cursing yourself. Oh, my hole is holding on to all your pain. No! You're the one who's wrong! When you first told me about the disparity between your mind and your body, I didn't know how to love you. Stop it! I don't want to hear this! But I always knew from the very start. Stop talking! There was something special inside you. I also know that you had any cause with your older sister. Your own flesh and blood. Shut up! I just didn't know how to treat you. I'm sorry. Forgive me. Stop. Please. I never, ever hated you. I always loved you from the bottom, of my... I said shut up. Don't, Lena. This is necessary. All of the corrupt blood must die. The Clarksons' blood must be purged. Then, the purity that's left behind can rebuild the Clarksons' legacy. Is that the goddess of fertility? Go and see her with your own eyes. You're an FBI special agent. Surely you can find her. No one can stop my plan now. Not even me. No, stop! Patricia Clarkson. That's highly unlikely. Pa! Oh, Pa! Oh my God!
Agent York? Can you hear me? What is it, Patty? Where's Melvin? Well, I don't know. He won't answer me, and he ain't at the sheriff's office either. What should I do? You think he got caught up in some kind of trouble? Oh, shit! I got nothing to do. I can't. Patty, I need someone at the Clarkson's house ASAP. I don't care who you send. They can also ask Daniel Clarkson about the details once they get here. And you should also call an ambulance, just in case. Got it? Sure. I'm going to head straight over to the sheriff's office, Patty. Let's meet up there. Ich frage mich, wo das jetzt hinführt, ehrlich gesagt, alles. Irgendwie sind jetzt alle tot. Und irgendwie ist das Gröbste geklärt. Ich meine, ja, die Göttin der Fruchtbarkeit und so, das weiß man jetzt nicht, was damit auf sich hat, aber naja, ich bin gespannt. Mehr Fragen als Antworten. Momentan habe ich nicht mehr Fragen als Antworten, ehrlich gesagt. Mal schauen. Na, und ihr seid auch die besten Wachen ever, oder? Ich glaube, der hat da einfach nur ausgestopfte Leute irgendwie aufgestellt, um andere abzuschrecken. Oh oh, es ist Mitternacht fast. Hey, Zack, it looks like we were right on the money. Tracing the Saint Rouge distribution route, but... So, zum Polizeirevier sollen wir gleich, ne? Machen wir gleich, ne? Wo ist denn das Polizeirevier? Achso, da habe ich noch keinen Schnellreise gefunden. Na dann. Erstmal zum Hotel. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon durch ist. Ich meine, das ist ja auch nur eine Rückblende. Das heißt, in der Gegenwart wird ja wahrscheinlich auch noch was aufgelöst und weitererzählt werden und so. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Rückblende... Aber ich frage mich eben, wie geht's jetzt noch weiter? Was kommt jetzt noch? Ich meine, jetzt ist der Polizist verschwunden. Ja, stimmt. Die kranke Mutter von dem Mädchen und sowas. Das ist natürlich schon noch ein großes Mysterium. Aber die Gangsterfamilie ist jetzt quasi tot, abgesehen von den Einärmigen. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to kick. Na, da wird schon noch was, wird sich schon noch was entwickeln. Zack, it appears to be closed. Let's come back during business hours. Ach so. Polizeiwache hat geschlossen. Aber hat ziemlich nicht gerade angerufen, dass ich vorbeikommen soll? Na gut, dann gehen wir erstmal ins Hotel und übernachten da. Zack, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Okay. Du hast gerade für präzise Schießen $0 und 0 Cent bekommen. Wirklich? Das habe ich gar nicht gesehen.
Tja, so präzise war es dann wahrscheinlich doch nicht oder so. Wer weiß. Dann schlafen wir erstmal. Schauen wir uns unser Diagramm mal an. Jetzt passt mal auf. Ah ja, da sehe ich schon einige Fragen natürlich noch. Die Stylish Woman hat sich als Professor A herausgestellt, die Lena Daumen. Die ist gestorben. Durch eine Bombe hat ihren Vater getötet. Der Schwiegersohn lebt noch. Die Frau... Achso, die beiden Töchter sind tot. Ach so, ich dachte, das war die Mutter. Dabei war das auch eine Tochter. Moment, aber wer ist dann die Mutter von den ganzen Töchtern? Naja, wissen wir nicht. Älteste Tochter unknown können wir quasi streichen. Das ist dann wahrscheinlich sie. Aber hier. Genau, der Riese, der die Leiche geklaut hat. Auch das ist noch nicht geklärt. Und dann haben wir ihn. Na gut. Gut, ich glaube, das sind so die ganzen Nebencharaktere. Die sind hier wahrscheinlich aktuell nicht wirklich zentral wichtig. Und jetzt ist eben Melvin Woods verschwunden. Und die Mutter, die krank ist, die kennen wir noch gar nicht. Ja, oder? Die Spiegel funktionieren in dem Spiel. Abgesehen von The Last of Us 2 jetzt kürzlich... habe ich das seit dem alten Craig nicht mehr gesehen, glaube ich. Das Spiegel wirklich funktionieren. Ich weiß nicht, warum es da so einen technologischen Rückschritt gab irgendwie plötzlich, aber ja. Achso, warte, ich wollte eigentlich was essen gehen. Ich meine, es sieht furchtbar aus in dem Spiegel, aber immerhin, das ist ein Spiegel. That's what I'm talking about. You can't get fine. So kennen wir. Genau, wir sind relativ hungrig. Essen wir die Garnelen. Meeresfruchtteller brauchen wir heute gar nicht. So hungrig sind wir auch wieder nicht. Ich bin in Wirklichkeit ziemlich hungrig. Ich glaube, ich muss schon langsam mal Essenspause machen. Hungli, hungli, Hippo. Thanks, Mister. Und der Last of Us kann am Anfang einen funktionierenden Spiegel, eine einzige. Next time you get a hankering for old time Creole food, just stop on by. So, jetzt schauen wir mal kurz in unser Notizbuch. Unsere Ermittlungen. Ich schau mal schnell, wie viele Missionen es gibt. Das kann man ja hoffentlich googeln, ohne dass man sich spoilt. Deadly Premonition 2. How many... Missions. Gibt nicht wirklich was dazu. Hm.
Ja, so viele Infos gibt es da, glaube ich, noch nicht. Gibt schon Deadly Premonition 2 Wiki, aber da spoile ich mich nur, wenn ich da jetzt hingehe. Das ist gefährlich. Oder ein FAQ. Oder ein Guide. Nicht so wirklich. Ich kann es wirklich nicht rausfinden, wie viele, leider, wie viele Missionen. Ach so, das ist jetzt wieder Deadly Premonition 1. Dazu finde ich Informationen. Na gut, okay. Dann schauen wir mal. Genau, die Spielzeit weiß ich. Da wird geschrieben ungefähr 20 Stunden. Aber hängt halt natürlich auch ganz stark davon ab, was man macht alles und was nicht. Weil theoretisch gibt es natürlich super viele Sidequests zu erledigen. Ich meine, guckt euch das an. Es gibt hier Sidequest 47, habe ich gefunden. Ich habe 1, 5, 7, 11 und 47. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich besser umschauen in der Stadt. Aber ich weiß gar nicht genau, wie kriegt man denn Nebenquests? Muss ich mit den Leuten reden? Warum sitzen hier lauter Klone? Wahrscheinlich muss ich nicht einfach mit den Leuten reden, oder? Okay, dann google ich mal schnell Deadly Premonition 2 Sidequests. Vielleicht spiele ich's falsch oder so. Ich weiß auch nicht. Deadly Premonition 2 Side Quest. Warte mal, Deadly Premonition 2.